Guten Morgen, Lokführer. Sie fahren den heutigen ICE 78 von Karlsruhe nach Mannheim. Da gestern ein Sturm über Deutschland gezogen ist, der viele Schäden angerichtet hat, ist man noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Daher werden Sie hinter Graben-Neudorf auf das Gegengleis umgeleitet. Bei Änderungen meldet sich der zuständige Fahrdienstleiter bei Ihnen. Da der Zugverkehr gestern Abend zum Erliegen kam, kommen Ihnen noch vermehrt Sonderzüge entgegen, um die Wagen an ihren richtigen Bestimmungsort zu bringen. Bitte beachten Sie, es kann vorkommen, dass man nach Verlassen der LZB in Mannheim eine Zwangsbremsung bekommt. Dies ist ein Fehler in der LZB der Strecke, den ich leider nicht beheben kann. Bitte jetzt die Türen öffnen, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Abfahrt ist um 8.51 Uhr. Ja, Leute und Damen, herzlich willkommen zum weiteren Video vom Train Simulator 2017. Denn wir fahren heute mit dem ICE von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof. Und ja Leute, einige haben sich ja gewünscht, dass ich mal mit dem ICE fahre und ja, und das Ganze habe ich heute mal umgesetzt. Und ja, das Ganze heute mit diesem schicken ICE 2, müsste das glaube ich sein. Das war jetzt falsch, genau so. Mit dem schicken ICE 2. Hier fährt uns schon eine S-Bahn davon, die S32 nach Metzingen. So, ja, wir befinden uns hier auf der Strecke Mannheim-Karlsruhe mit Streckenupdate. Sieht man, glaube ich, auch schon am Signal hier vor uns. Und mit angepassten Schienen, die ich auch sehr, sehr cool finde. Besser als wie die Standardschienen. Und ja, wir müssen gleich losfahren. Um 8.51 Uhr geht's hier los. Ja, ich hoffe, man versteht mich. Ich hoffe, der Sound ist jetzt nicht zu laut oder nicht zu leise. Ich musste da ein bisschen einstellen, weil man mich kaum gehört hat. Was natürlich gut oder schlecht sein kann, je nachdem. So, wir könnten jetzt theoretisch losfahren. Das machen wir jetzt auch mal. So, wir dürfen jetzt hier mit einer Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h aus dem Bahnhof rausfahren. Kommt so schon der erste Güterzug entgegen. Müsste das, glaube ich, sein. Ja, ich bin die Strecke schon einmal gefahren. Und ich finde die einfach, das Szenario, meine ich, sorry. Und das ist einfach nur übertrieben geil. Und das war eine 152. Bin ich mir da jetzt nicht. Ja, wie gesagt, ich bin das Szenario schon gefahren. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Kann ich euch nur empfehlen. Mit dem ganzen KI-Zügen, sehr viele KI-Züge, die hier rumfahren. Endlich mal was los hier auf der Strecke. Und ja. Hier mal ein IC 2273 fährt an uns vorbei. Ich habe mir mal vorgenommen, dass ich ja in diesem Video mal die Geschwindigkeit nicht übertreten möchte. Ob ich es schaffen werde, ich habe keine Ahnung. Also ich, auf jeden Fall wollte ich das mal versuchen, dass ich mal nicht so schnell fahre. Ja, so wie es aussieht, regnet es, Leute. Deswegen haben wir auch hier den Scheibenwischer mal angemacht. Sorry, dass ich da eben so schnell lesen musste, aber wie ihr gesehen habt, ging das ziemlich schnell weg und ja, war leider nichts zu vermeiden. Da musste ich leider etwas schneller lesen am Anfang, die Einleitung, Einweisung. So, wie gesagt, wir fahren jetzt hier von Mannheim, von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof.
Das heißt, wir halten nur einmal in dieser Strecke und das ist auch dann halt die Endstation. Das Ganze wird ungefähr so eine halbe Stunde dauern, schätze ich mal. Und ja, mit sehr, sehr viel KI-Zügen und ein sehr, sehr schönes Szenario. Hat aber rotes Signal. Da kommt uns noch ein ICE-3 entgegen. Ich darf mal 200 fahren. Höchstgeschwindigkeit momentan. S-Bahn auf der Brücke. Auch cool gemacht, muss ich ehrlich sagen. Da hat sich jemand echt was einfallen lassen. Genau Leute, wenn ihr das Szenario auch spielen wollt, das Ganze ist bei Steam erhältlich im Workshop. Was dazu benötigt wird, ist auf jeden Fall halt die Hauptstrecke Mannheim-Karlsruhe und Hamburg-Hannover. Oder genau. Wo halt dieser ICE enthalten ist. So, ich würde sagen, dann machen wir mal die Ansage. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, was ich sagen sollte. Meine Damen und Herren, die Deutsche Bahn begrüßt Sie im ICE 78 auf der Fahrt von Karlsruhe Hauptbahnhof nach Mannheim Hauptbahnhof. In Kürze erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof am Bahnsteig 3. Ausstieg und Fahrt Richtung rechts. Ankunft des Zuges ist um 9.23 Uhr. Jetzt sind wir mit 180 unterwegs. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich dann noch weiter in der Ansage sagen soll. Meine Anschlusszüge weiß ich jetzt überhaupt nicht in Mannheim. Nein. Das war jetzt falsche Taste, sorry Leute. Das war die richtige Taste. Sorry für die gerade sehr, sehr misslungene Einblendung. Hier haben wir wieder eine schöne S-Bahn. Ich glaube 425 ist das. Ah, wir sind schon zu schnell. Mittlerweile regnet es auch nicht mehr. Wir können den Scheibenwischer erstmal ausmachen. Ja, damit habe ich mein Tagesziel schon mal nicht erreicht. Denn eigentlich wollte ich mal ohne Geschwindigkeitsüberschreitung fahren, aber in dem Fall habe ich mal wieder nicht einhalten können. Ja, hier gibt es aber auch keine vernünftige Kameraperspektive mal, ne?
zur Schiene. So, jetzt gehen wir mal den Zug nach, beziehungsweise überholen wir mal, um mal eine vernünftige Aufnahme zu machen. So. Das Ganze hier mal schön unter einer Brücke oder so. Hier schön im Gras. Wenn es mal irgendwie klappt. Aber es klappt nicht. Ich komme hier gerade überhaupt nicht klar. Wenn ich jetzt hier so rumspiele, dann kommt nie eine vernünftige Perspektive. Doch, da war jetzt mal eine. Hier haben wir eine. Aber jetzt hat man hier auch schön gesehen, wie das Signal umgesprungen ist. Fahrdienstleitung. Ja. Das jetzt habe ich leider weggeklickt. Das war jetzt mein Fehler. Sorry. Fahrdienstleitung Graben-Neudorf war das, die uns gesagt hat, dass wir einen Zug durchlassen müssen und dass wir dann weiterfahren können. S33 Bruchsal war das, die da am Bahnhof stand. Höchstgeschwindigkeit 200 km/h. Es war jetzt leider echt doof gelaufen, dass ich das halt weggekriegt habe. Ich wollte eigentlich in den Führerstand zurück. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. So, wir müssen jetzt abbremsen. An der Nadel. Wir müssen vor dem Roten bleiben. Hier haben wir auch ein gelbes Vorsignal. Das nächste Signal wird auf jeden Fall rot sein. Weil das hat uns die Fahrdienstleitung eben gesagt, dass wir halt an diesem Signal halten sollen und dann einen Zug durchlassen und dann auf das Gegengleis wechseln sollen. Ich hoffe, wir schaffen das noch, Leute. Das schaffen wir schon wieder nicht, oder? Alter, zum Glück. Ich dachte, ich schaffe es schon wieder nicht, ey. Dass ich hier... Mann, ey. So. Was ich jetzt erstmal hier machen wollte, eine sehr schöne Perspektive. Uns kommt nämlich gleich ein Intercity oder sowas entgegen. Und da hatte ich vor, mal ein schönes Foto zu machen. Was ich dann auch eventuell als... als Hauptbild nehme. So, wir dürfen jetzt mit 100 weiterfahren. Sehr schöne Perspektive, die wir hier gerade machen konnten. So, weiter geht's. Bremse können wir rausnehmen. Signal ist auf grün umgesprungen, freie Fahrt. Denn wir wechseln jetzt hier von diesem Gleis auf das linke Gleis. Deswegen mussten wir den Kollegen erstmal durchlassen.
Aber ich denke mal, ich bin hier im OMSI mit den Tasten, deswegen sorry. Jetzt fängt es wieder langsam an zu regnen. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde, dass es zwischendurch auch mal aufhört, dann wieder anfängt. Ein gelbes Vorsignal. Ach, hier sind auch wahrscheinlich auch die Bauarbeiten. So, diesmal klicke ich es nicht weg. Ja, hier sind die Bauarbeiter. Fahrdienstleitung Graben-Neudorf nochmal. Gleich überholt sie der ICE 916. Danach können sie zurück auf das Gegengleis wechseln. Also, ich würde sagen, dass wir die Geschwindigkeit erstmal so beibehalten. Weil wir sowieso eventuell gleich halten müssen, so wie die Fahrdienstleitung uns das gerade geschildert hat. Deswegen fahre ich erstmal hier nur mit 90 lang, weil ich mir sicher bin, gleich das Signal wird rot sein. Das Signal, ich sehe es gar nicht. Ach da. Ist aber noch auf gelb. Aber das rechte ist auf grün, das heißt, der Zug ist noch nicht durch. Immer drücke ich die falsche Taste. Da kommt er noch. Gerade abbremsen und jetzt ist das Signal umgesprungen. Ob ich es
es jetzt überhaupt noch geschafft hätte, zu halten vor dem Signal, ist auch fraglich. Jetzt können wir aber mal eine vernünftige Position machen. Ach nee, wir wollen ja jetzt sowieso auf das Gegengleis wechseln, richtig? Genau. Echt keine vernünftige Perspektive, ne? Es ist immer nur diese obere Ansicht. Natürlich kann es jetzt auch noch vorkommen, dass es, wenn ich in Mannheim Hauptbahnhof ankomme, dass es dann wieder ein wenig schlechter wird mit der Performance. Ja, das liegt halt an den ganzen Objekten, die da geladen werden müssen. So, in 25 Kilometern sind wir in Mannheim. Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. So, machen wir mal wieder eine schöne Perspektive hier. Mittlerweile dürfen wir 280 fahren. Wir sind jetzt mittlerweile auch bei 220 angekommen. So, jetzt müssen wir aber wieder runtergehen langsam. Ja, mal so ein Dings machen, wenn wir da bei der Brücke sind.
bin sowieso zu schnell, deswegen lassen wir das jetzt erstmal. Aber die Strecke an sich gefällt mir schon richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Wenn man dann noch so schöne Szenarien hat, wie den KI-Zügen und so, dann ist das auf jeden Fall schon mal richtig cool. Weil ich meine, an sich die Aufgaben von dem Add-on sind auch cool, aber ja, es sind halt etwas skrupellos, wie ich finde. Ich werde dann nochmal 250 fahren. Und jetzt geht es in den sehr, sehr schönen Tunnel. Wollen wir jetzt mal sehr schön gucken. Zwar nur ein Tunnel, aber der ist auch ganz cool gemacht. Wir nehmen hier das Cap-Light an. Okay. Ich will jetzt hier nichts einstellen. Sieht einfach nur geil aus, ne, der Tunnel. Ich habe zwar Licht an, aber man sieht es kaum im Tunnel, ne? Da ist auch nicht, warum das liegt. So, noch ungefähr 8 Kilometer. Ich habe überhaupt nicht auf die Anzeige geachtet. Überhaupt nicht. Jetzt sind wir wieder zu schnell. Das kommt davon, wenn man nebenbei erzählt und sich dann halt nicht mehr so auf das Game konzentriert. Deswegen sollte ich einfach mal ein bisschen weniger reden. Dann passiert nämlich sowas. Ah, da kommt jetzt der gleiche ICE entgegen, den wir gerade fahren. Guten Tag. Sonderzug 2. Hier kann man übrigens ganz gut den Güterbahnhof sehen, der ziemlich groß ist. Warum es jetzt auch ein wenig leckt, weil da ziemlich viel geladen werden muss. Ja, wie am Anfang gesagt wurde, kann es jetzt zu einer Zwangsbremsung führen. Aber das Ganze werden wir einfach mal umgehen. Hoffe ich jedenfalls. Hier nicht eine Brücke, sondern wird ihm angezeigt. Verstehe ich nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Manchmal wird es angezeigt, manchmal nicht. Zug nähert sich RE nach Mannheim. Muss eine S-Bahn sein. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Mannheim Hauptbahnhof, Gleis 3. Bitte beachten Sie die Außenansagen am Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt hier eine sehr, sehr schöne Neigetechnik. Boah, jetzt leckt es aber ziemlich. Aber wir dürfen nur 50 fahren. Oh, das kann nicht wahr sein. Warum wird dann 60 angezeigt?
dreimal zu schnell, obwohl ich mir vorgenommen hatte, gar nicht die Geschwindigkeit zu überschreiten. Ah, das ärgert mich jetzt schon wieder so ein bisschen. Mein eigenes Ziel nicht erreicht. Dennoch hoffe ich, euch gefällt das Video. IC. Okay, das ist aber kein IC. Das ist nur ICE. Boah, leckt das gerade. Krass, ey. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Fahren wir noch ein bisschen ran ans Signal. Ankunft ist ja sowieso erst 23. Genau. Nur 20. Sehr schön. So, jetzt sind wir mit unserem ICE eingetroffen. Lassen die Fahrgäste erstmal hochsteigen. So, perfekt. Hinten am Bahnsteig sind wir auch schön dran. Jetzt können wir das Ding endlich mal wegmachen hier. Wir können zum Beispiel nochmal ein Foto machen. Wir können hier nochmal ein Foto machen. Sieht einfach cool aus, muss ich ehrlich sagen. Da kommt noch ein schöner Güterzug rein. Nicht auf unser Gleis, oder? Doch. Genau, somit hätten wir das jetzt auch abgeschlossen. Szenario abgeschlossen. Gut gemacht, sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja Leute, wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wenn ihr Wünsche habt etc., dann schreibt es unten gerne in die Kommentare. Und eure Meinung generell. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja Leute, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich, Leute. Haut rein. Euer Kev.